lange bevor Schweißsysteme von Fronius ihre Qualität im realen Einsatz beweisen dürfen, werden sie hinter verschlossenen Türen bis ins letzte Detail auf ihre Einsatztauglichkeit geprüft. Dabei verschieben wir Grenzen, weit über Normvorgaben hinaus. Jedes Schweißsystem entwickelt im Einsatz eine bestimmte Betriebstemperatur, die je nach Belastung und Einsatzdauer schwanken kann. Um das Kühlkonzept der Geräte zu optimieren, wird die Temperaturverteilung mittels Infrarotkamera unter verschiedenen Lastbedingungen innen und außen überprüft. Wer mit einer Gerätelebensdauer von bis zu 20 Jahren rechnet, muss im Test der Zeit ein Schnippchen schlagen. Wir tun das mit beschleunigten Testverfahren. Nur das garantiert, dass Fronius Schweißsysteme fit for application sind. Die Realität hält sich nicht immer an Normen. Darum testen wir über die Normen hinaus. Beispielsweise, was passiert, wenn im Einsatz Minusgrade und Feuchtigkeit aufeinandertreffen und das Gerät vereist? Auch dann müssen bei einem Fronius-Schweißsystem alle Funktionen voll erhalten bleiben. Wasser ist Leben und lebensgefährlich zugleich. Darum werden alle Fronius-Schweißsysteme praxisnah getestet. Ziel ist eine volle und vor allem sichere Funktionstüchtigkeit auch bei hoher Feuchtigkeit. Salz und salzhaltige Luft führt zu verstärkter Korrosion. Um dem vorzubeugen und um eine hohe Lebensdauer garantieren zu können, testen wir unsere Produkte in einer Umgebung mit extrem hohem Salzgehalt. Extremen Witterungsverhältnissen müssen Fronius-Schweißsysteme jahrelang standhalten. Darum testen wir unter zehnfach erhöhten Bedingungen als in der freien Natur. Baustellen sind ein gefährliches Terrain für Mensch und Gerät. Umso mehr müssen Schweißsysteme bis zu einer Neigung von 10 Grad immer stabil stehen. Und das inklusive Zusatzkomponenten. Auch beim Transport dürfen Fronius-Schweißsysteme keine Schwäche zeigen. Robustheit gegenüber Erschütterungen hat hier oberste Priorität. Der Alltag auf der Baustelle und im Einsatz ist hart. Unsere Geräte werden alles andere als zimperlich behandelt. Darum müssen Gehäuse und Innenleben einiges an Schlägen wegstecken. Dies wird praxisnah getestet, um Fehlfunktionen auszuschließen. Im freien Fall müssen Fronius-Schweißsysteme ihre Härte beweisen. Und zwar über die Normhöhe hinaus und ganz praxisecht. Nur so wird eine volle Funktionstüchtigkeit und Personenschutz garantiert. Im mobilen Schweißeinsatz können hohe Zugkräfte auf einen Drahtvorschub einwirken. Darum wird ein Zugtest mit bis zu 100 Kilogramm durchgeführt. In puncto elektromagnetischer Verträglichkeit testen wir in einem abgeschirmten und störungs- und feldfreien Raum. Denn unsere Produkte dürfen weder andere Geräte im Umfeld stören, noch dürfen sie von fremden Geräten in ihrer Funktion gestört werden. Erst wenn man die Grenzen tagtäglich aufs Neue verschiebt und immer wieder ein Stück weiter geht, sei es in der Produktentwicklung oder in den Härtetests, erst dann erreicht man jene Qualitäten, die unsere Mitarbeiter jeden Tag aufs Neue beflügelt. Fronius. Grenzen verschieben.